Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Ines Zimmermann und heute wirke ich zum Thema Erschöpfung. Für dich, setz dich entspannt hin, achte bitte darauf, dass deine Füße gut nebeneinander auf dem Fußboden stehen, damit die Energie gleich gut durch dich durchfließen kann. Ich schließe jetzt meine Augen und dann dauert es einen kleinen Moment, dann geht es los. Und ich gehe heute mit der Frage ins Energiefeld, warum sind wir erschöpft? Was ist die Ursache dafür? Hier löst sich schon als erstes eine Blockade. Und jetzt gehe ich in diese Erschöpfung rein. Der Kopf ist angespannt, der Rücken, ich sag mal, ist eingerollt. Und ich nehme insgesamt ganz viel Anspannung wahr. All das, was ich jetzt hier wahrnehme, darf für uns gelöst und entfernt werden. Und ich nehme jetzt sehr stark die geistige Erschöpfung im Kopf war. Ja, und immer wenn ich gähne, wird direkt für uns transformiert, weil es sonst einfach zu viel ist, geht es schneller, wenn ich gähne. Es fühlt sich schon gut an, diese Reinigung. Ich nehme auch sehr deutlich die Anspannung im Gesicht wahr. Auch das darf alles für uns noch gelöst werden, dass wir auch wieder einen entspannteren, zufriedeneren Gesichtsausdruck
bekommen dürfen. Ja, und jetzt durfte sich wieder eine Blockade für uns lösen. Und ich nehme das so wahr, dass unser ganzes Energiesystem jetzt von dieser geistigen Erschöpfung gereinigt, befreit werden darf. Und hier löst sich eine weitere Blockade. Die Reinigung, die geht bis vom Kopf bis nach unten zu den Füßen, bis in die Zehen. So stark wird jetzt hier für uns gereinigt. Und die Reinigung nehme ich jetzt auch sehr stark im unteren Rücken wahr. Fühlt sich alles viel leichter und freier schon an. Auch unser Wurzelchakra wird jetzt von dieser geistigen Erschöpfung gereinigt. Kopf ist schon oben freier geworden, die Anspannung im Gesicht hat sich schon gelöst. Dadurch, dass diese geistige Erschöpfung jetzt aus unserem Kopf gelöst werden durfte, hat auch das Kronenchakra jetzt die Möglichkeit, sich zu öffnen, viel mehr Platz wieder, neue, frische Energie aus unserer göttlichen Quelle empfangen zu können. Und jetzt bitte ich jetzt darum, dass jetzt neue Lebensenergie über das Kronenchakra in uns einfließen kann. Diese neue Energie füllt unser Kronenchakra, fließt weiter zum nächsten Chakra, zum dritten Auge.
fühlt unseren ganzen Kopf. Und die Energie darf jetzt schon weiter fließen ins Halschakra. Und die Energie fließt weiter zum Herzchakra. Und währenddessen die Energie weiter durch uns hineinfließt, werden die Chakren weiter auch aufgefüllt. Vom Herzchakra geht's weiter in den Solarplexus. Und die Energie fließt schon weiter ins Sakralchakra. Und kommt jetzt im Wurzelchakra an. Die Energie darf sich jetzt in jede Zelle unseres Körpers ausbreiten. Ein oder andere hat noch ein paar Widerstände, überhaupt diese neue Energie anzunehmen. Mag vielleicht ungewohnt sein. Diese Energie ist sehr lichtvoll. Jetzt darf sich die Energie in unserem Körper verteilen. Sich ausdehnen.
Und wir werden jetzt neu zentriert. Unsere männliche und weibliche Energie werden in Harmonie gebracht. Es fühlt sich sehr gut an. Die Schwingung hat sich erhöht. Ich nehme das sehr deutlich im Solarplexus wahr. Das ganze Energiefeld hat sich verändert. Ja, und mit dieser wunderbaren Aufladung komme ich jetzt schon langsam wieder zurück hier in den Raum. Ja, fühlt sich sehr, sehr gut an. Lass es einfach auf dich wirken. Das Energiefeld ist ja jetzt noch geöffnet. Dein Kronchakra ist jetzt auch noch geöffnet, sodass ich das alles noch verfestigen kann. Und du kannst jetzt mit viel Wasser trinken, deinen Körper unterstützen bei der Ausleitung von allem Alten, was jetzt hier energetisch für dich gelöst werden durfte. Ach ja, ich bin selber noch so richtig hin und weg, weil ich merke richtig, dass der Kopf richtig frei ist, das Kronchakra sehr weit geöffnet ist, es fühlt sich wunderbar an, eine richtige Klarheit, die Augen fühlen sich weiter an. Ja, schau einfach, was diese Sitzung mit dir macht. Und diese Sitzung darfst du gerne bei Bedarf auch mal wiederholen, denn wenn wir wieder in den Alltag zurückkehren, kommt es ja irgendwann wieder durch die Arbeit, durch das Umfeld, durch die äußeren Einflüsse. Und deshalb kannst du dir das Video auch gerne bei Bedarf wieder anschauen. Die Energie, die ist ja hier jetzt gespeichert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Ines Zimmermann. Und ich wünsche dir alles Gute.